Hallo, guten Tag, meine Lieben. So, heute Morgen muss ich die Legung ein bisschen kürzer machen, ne? Weil ich muss nämlich ausspringen, ne? Aber dafür mache ich jetzt die Monatslegung Juni, ja? Gucken wir mal, was uns im Juni könnte so erwarten, ne? Ich habe jetzt den Glückselefanten hingestellt, der wo für Glück, Gesundheit und alles steht und für Traumerfüllung. Für die Veränderung, die Transformation, die geistige Welt, den Schmetterling. Ja, da sind die Veränderung bringt Glanz in dein Leben, ne? Ja. Also deswegen stehen die Steine auf dem Schmetterling. So, und dein verletztes Herz soll heilen und das sollst du schützen, ne? So, jetzt habe ich mal ganz neu gemacht. Ich hole mal die Vertigo-Orakel. Die Sigrid K2 und die Sanssouci 2 von der Nadine Breitenstein und das Liebesorakel von Tone Carmine Salerno mache ich am Schluss. So, jetzt gucken wir mal für Juni. Wie werden denn die Energien so im Juni? Was kommt denn da auf das Seelenkollektiv eventuell zu? Ja. Ja. Ich rede immer aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, ne? Und ich freue mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr kein Video verpasst und das Ganze ein bisschen teilt, ne? So, was kommt denn im Juni auf das Seelenkollektiv zu, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Ja, deine Welt wird sich komplett verändern. Indem du Angst durch Mut, Mut durch Liebe und Pessimismus durch Optimismus ersetzt. Also sollen wir positiv denken, ne? Ja. Bei bestimmten Angelegenheiten fragst du dich vielleicht, ob es zu spät ist. Nein. Kümmere dich auch dann unverzüglich um deine Vorhaben und die werden dir dann auch gelingen, ne? Ja. Wie geht es denn weiter im Juni, liebe geistige Welt? Bitte die Energien für Juni. Agiere aus dem Hintergrund und verhalte dich taktisch klug im Juni. Bereite dich auf ein großes Ereignis vor, das auch Auswirkungen auf deine Familie haben wird. Scheinbar ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja? Außerdem sollst du genauso weitermachen und auf deinem Weg bleiben, auch wenn du jetzt von anderen dafür belächelt wirst. Ne? Du erkennst scheinbar das große Ganze, die Dinge hinter den Dingen und andere halt eben nicht, ne? Ja. Im Namen Gottes, was ist denn noch wichtig für die Geistige, für das Seelenkollektiv im Juni? Ja, bald wird nichts mehr so sein, wie es war. Und wirst du alles verwirklichen können und dir alles leisten können, was du jemals wolltest, ne? Im Juni könnten Wunder passieren, da kommt es zu einem Quantensprung. Ne? Ja, raus aus der Berg- und Talfahrt, ne? Sieh dich auch mal um. Es gibt schon bei einem Ort, wo du hinziehen und dir ein neues Leben aufbauen solltest. Dort erwartet dich dann auch das Paradies auf Erden. Außerdem könnte dir eventuell jemand da zur Hilfe kommen in deiner Situation, je nachdem, wo du bist, in welcher Situation. Ja, jemand, der woanders ist als du selbst, mit dem, wo du eine Familie gründen willst, ne? Verpasse ihn oder sie nicht und gib ihm oder ihr eine Chance, ne? Ja. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Im Juni, ne? Wenn du jetzt schnell und zugleich planvoll handelst, ne? Im Juni, erwartet dich Wohlstand, Reichtum, Ansehen, jo, vielleicht sogar ein Gewinn, ne? Man weiß ja nicht. Und das Karma greift. Wut und aufbrausendes Verhalten bringt dich an dieser Stelle nicht weiter. Also regt dich jemand so auf, dass du an die Decke hoppst, ne? Und mit dem Bobbes unter der Decke klebst, ne? Lerne dich von solchen Leuten zu distanzieren, die wohl dich aufregen, ne? Und das Leben wird dann viel einfacher auch für dich werden, ne? Im Juni, wie geht es weiter im Juni, liebe geistige Welt? Freundschaften. Du wirst auch im Juni merken, wer dir treu und loyal zur Seite steht. Ne? Das merkt man ja immer in Krisenfällen. Ne? Als ich glücklich war auf Erden, wollten alle meine Freunde werden. Aber als ich nur einmal war in Not, waren alle Freunde tot. Ne? Das passiert vielen Leuten. Ne? Aber Hilfe ist scheinbar unterwegs. Ne?
Und das sieht auch gut für dich aus. Also du wirst Freundschaften haben. Es kommt im Juni zu einem Wendepunkt, wenn du Nein sagst zu allem Toxischen und was dir schadet. Dann öffnen sich für dich neue Wege, die dich deiner Bestimmung näher bringen, ne? Und deine Weitsicht, die führt dann auch zu einem tollen Erfolg. Dich erwartet auch eine neue Begegnung im Juni, sollte die im Mai noch nicht gekommen sein, ne? Mit ihm wirst du dich sehr verbunden fühlen und er tut dir einfach nur gut. Ja, und dann ist natürlich jeder Tag ein Tag der Freude, ne? So, die lege ich mal weg. Jetzt hole ich mal die nächsten. Habe mir mal überlegt, dass ich mal für die Junilegung die ganzen Breitensteinkarten hole. Sind immer sehr aussagekräftig. Was ist noch wichtig fürs Seelenkollektiv im Juni? Ein Geldregen. Jo, finanzieller Aufschwung, ein Geldgewinn. Vielleicht wirst du beruflich befördert oder bist erfolgreich selbstständig oder irgendeine Idee, wo du hattest, die zahlt sich aus. Ne? Ja, Geld brauchen wir ja. Ne? Kartoffelschalen holen die ja nicht. Ne? Ja. Ja, irgendjemand hat entweder bei dir eine Spur hinterlassen oder du bei ihm. Ne? Ja? Du fühlst dich da verbunden, auch ohne Kontakt. Eine Seelenberührung. Ne? Ja, vielleicht bist du aber auch auf etwas oder jemanden geprägt, ne? Jemand, wo vielleicht bei dir eine Spur hinterlassen hat in deinem Herzen, ne? Wie geht es weiter im Juni? Jo, ein bisschen aufpassen vor Internetsucht. Oder irgendjemand stalkt dich da im Internet, ne? Ja, der wo Angst hat, was zu verpassen, ne? Und guck, dass sich dein Alltag im Juni nicht überwiegend online abspielt, ne? Es soll auch zu einer inneren Reinigung kommen, ne? Bekämpfen von Pilzen, Bakterien oder eine belastende Thematik schwitzt du aus, ne? Ich schwitze ja jeden Tag wie verrückt, ne? Das sage ich immer zu meinen Freunden, ne? Ich schwitze das Negative aus, ne? Ja, kannst ja mal probieren mit Salbei oder Salbei-Tee mal trinken, ne? Ja, irgendetwas, was dich belastet hat, soll raus, ne? Vielleicht hast du viel böse Worte gehört, ne? Und das soll im Juni raus. Wie geht es denn weiter im Juni? Ja, du hast schon viele Inkarnationen hinter dir, ne? Bist wahrscheinlich eine alte Seele und bist deswegen beschützt. Auch im Juni. Was ist noch wichtig im Juni, liebe geistige Welt? Aha. Ja, hier stellt sich jemand permanent in den Mittelpunkt. Sensationssüchtig, übertreibt es, setzt Gerüchte in die Welt, über dich vielleicht, ne? Und ergötzt sich am Leid anderer, ne? Ja, unsere lieben toxischen Gesellen, ne? Wo ja auch eine sadistische Veranlagung haben, ne? Aber es geht um deinen Ausstieg. Du triffst im Juni eventuell eine Entscheidung, steigst aus einer belastenden Thematik aus und hast aber die Wahl, ne? Vielleicht kommt eine neue Person auf dich zu. So, und da kannst du wählen zwischen dem Alten und dem Neuen. Ne? Das lassen wir weg. Wie geht es weiter im Juni, liebe geistige Welt? Ja, einen König. Jemand, wo Ordnung und Struktur liebt, Verantwortung übernimmt, konsequent ist. Ne? Willensstark und realistisch könntest du kennenlernen. Ne? Ich rede ja immer aus dem Sicht einer Frau. Männer, bitte umdrehen, kann auch eine Königin sein. Schwarzmagische Angriffe werden im Juni auf dich gestartet. Hier greift jemand deinen freien Willen an, übt Zwang auf dich auf. Das sind Machtkämpfe. Dieser jemand könnte tatsächlich besessen sein. Ne? Ja, und dir manchmal was vorjammern. Ne? Im Selbstmitleid versinken, wenn du das nicht mitmachst. Anderen die Schuld zuweisen, den, wo du mit Samthandschuhen da anfassen musst, ne, wo du aber trotzdem nichts damit erreichst, ne, ja. Also hast du irgendeine toxische Person um dich rum, geht es weiter im Juni, liebe geistige Welt. Ja, vielleicht könntest du in Zeiten der Überfälle geraten, ne, könntest auf den Höhepunkt deines Lebens gelangen, ne, jo, mal wieder genießen. Ja. Wie geht es weiter im Juni, liebe geistige Welt, für Seelenkollektiv im Namen Gottes? Ja,
Du sollst wieder in die Lebensfreude, in die Leichtigkeit, in dein Glück. Da könnte eine positive Wende auf dich zukommen. Ja, da bist du natürlich happy, ne? Wie der Buddha. So, da gucken wir mal weiter im Juni. Hol ich mal die nächsten Karten. Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt, für Seelenkollektiv im Juni 23, ne? Namen Gottes. Vielleicht ziehst du in eine Großstadt um. Oder dein Leben gerät in Aufruhr. Da kommen neue spannende Erlebnisse und Begegnungen. Das hatten wir ja oben auch schon, ne? Beginnt sein neues Leben. Ja? Setz vielleicht für eine neue Liebe alles auf eine Karte. Schenkst deine Liebe einer anderen Person. Pass aber auf, dass du die große Liebe erkennst, weil die könnte nicht gleich so offensichtlich sein, ne? Drum prüfet, wer sich ewig bindet. Guck genau hin, ne? Ja? Vielleicht hat jemand auch dir gegenüber einen Fehler gemacht, hat nicht erkannt, dass du seine große Liebe bist, ne? Jo, wer nicht will, der hat halt eben schon, ne? So, wie geht das denn weiter im Juni, liebe geistige Welt? Ja, die Voodoo-Puppe da, die gefällt mir gar nicht. Eine erlösende Nachricht erhältst du, wo dich in den Frieden bringt, ne? Ein Herz ist drauf, vielleicht eine Liebesbotschaft, ein Liebesbrief, ne? Ein Angebot, eine Botschaft aus der geistigen Welt oder irgendein Zeichen, wo dich in deinen Frieden bringt, in deine Heilung. Vielleicht kriegst du bei irgendwas auch eine erleichterte Diagnose, ne? Zum Doktor muss, ne? Ja, du erhältst ein wertvolles Geschenk. Kommst zu einer Erkenntnis im Juni, machst dich auf den Weg, ne? Ja? Ja, zu etwas Schönem geht es weiter im Juni, liebe geistige Welt. Ja, Böses wird bekämpft und hat keine Chance mehr. Super, eine zündende Idee bekommst du. Hilfe in einer sehr heiklen Situation, ne? Hier holt dir jemand die Kohlen aus dem Feuer, ein schnelles Ereignis. Oder du machst das für andere, ne? Wirst eine Zufallsbegegnung haben im Juni. Eventuell durch ein Tier, ne? Oder du überwindest deine Sozialphobie. Ich habe ja auch Sozialphobie, ich habe Agoraphobie, ne? Also das bedeutet, traue mich nicht so weit unter Leute. Ja, baust du eventuell einen neuen Freundeskreis auf, ne? Geht es denn weiter im Juni? Ja, das ist dir wichtig. Ah, steht schon wieder Streit bevor im Juni, wahrscheinlich mit diesen toxischen Leuten. Jemand, der wohl sehr stur ist, ne? Ja, ja, genau. Ja, da haben wir ja schon gehört, ne? Hier haben wir den Fuchs. Du nimmst für jemanden die Schuld auf dich, du bist so ein Beschützer. Oder hältst jemanden von etwas ab, stellst dich einer Person in den Weg, ne? Bringst für das Richtige ein Opfer, ne? Namen Gottes, wie geht es denn weiter im Juni, liebe geistige Welt? Ja, die Quelle, du begreifst den Grund deines Hierseins, ne? Gehst ins Ich-Bin-Bewusstsein, die Affirmationen, ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht, ich bin kerngesund, ne? Ja, da wirst du tiefen inneren Frieden damit erreichen, ne? Also ich habe heute eine Nachricht gehört, da kann man sich auf dem Handy, hat man ja einen Rekorder, alles, was man sich wünscht, ich bin glücklich, ich bin gesund, ich bin froh, dass mein Seelenpartner in mein Leben kommt, alles draus sprechen und dann das dir oft anhören, ne? Auch wenn du nicht dran glaubst, geht das in Erfüllung, ne? Vielleicht bekommst du auch die Antwort auf eine wichtige Frage, ne? Fürs Gespräch mit Jesus oder Gott, ne? Beim Beten, ne? Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Namen Gottes. Machst eine Zufallsentdeckung oder schmiedest selbst einen geheimen Plan. Wechselst deine Fronten. Hältst dich aber bedeckt. Ne? Irgendein waghalsiges Abenteuer, was du da scheinbar machst, ne? Und puppt sich am Ende als das große Los im Juni, ne? Du wirst eine Segnung erfahren und dich dann gesegnet fühlen. Die Liebe auf den ersten Blick könnte auf dich zukommen. Das haben wir ja da oben schon. Lieber auf den zweiten Blick. Ist ja egal. Erster, zweiter Blick. Ne? Ja.
Auf jeden Fall sollst du in deinen Erfolg gehen, in deinen Reichtum, und das göttliche Füllhorn wird im Juni über dich ausgeschüttet. Was ist denn noch wichtig im Juni, liebe geistige Welt? Ja, Ordnung in dein Chaos bringen, in dein Leben, ne? Vielleicht hast du auch manchmal da so nicht kontrollierbare Gefühle, bist wütend, ne? Der Drache speit ja Feuer. Oder wegen einem Drachen, der wo Feuer auf dich speit, ne? Du löst die Fesseln deiner Gedanken, ja? Vielleicht willst du auch jemand oder etwas bändigen, ne? Du planst auf jeden Fall mal mit Weitblick, erfolgsorientiert, willst hoch hinaus, ne? Ja? Entdeckst irgendwas Besonderes für dich. So, dann holen wir jetzt mal für den Juni mal die Liebesorakel. Gucken wir mal, weil die Liebe auf den ersten Blick, die Liebe auf den zweiten Blick. Rentiert sich das? Was ist wichtig im Juni für Seelenkollektiv, liebe geistige Welt? Was könnte da so auf uns zukommen? Im Namen Gottes. Ja, scheinbar wirst du mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Das sollst du stets daran denken. Hier liebt dich jemand aus tiefstem Herzen. Ja? Da kommt es auch zu einer Vereinigung. Ja? Ja? Jemand, mit dem wo du auch sexuell, ja, ein neuer Partner, ne? Deine Zwillingsseele, ja? Du könntest deine Zwillingsseele kennenlernen oder schon kennengelernt haben. Und da wird die Leidenschaft so richtig entflammt. Wunder kommen auf dich zu. In einer Beziehung steht eine Veränderung an. Ja? Wunder. Ja, du gehst in die Überfülle. Eine große Liebe steht im Juni vor der Tür. Lass sie rein, ne? Die Tür vor der Nase zu schlagen. So, dann hole ich mal für den Juni die Würfel. Wie wird es denn im Juni, liebe geistige Welt? Ja? So, Schwert, Feuer. Hier kommt es zur Erneuerung. Feuer verbrennt alles, was negativ ist. Ne? Du kämpfst für dich oder du lernst jemanden kennen, wo für dich kämpft. Ne? Das könnte das Schwert Excalibur sein. Arthur hat ja für die Liebe gekämpft, König Artus. Ne? Ja? Ja, genau. Du kämpfst für die Liebe. Du möchtest wieder in den Spiegel gucken können und sagen, jetzt bin ich endlich in dem Leben, das mir gefällt. Hast es aber auch mit selbstverliebten Leuten zu tun, weil ich habe hier die Voodoo-Puppe. Lege ich auch mal gleich den Schutzstern drauf. Ne? Ja? Stell dich vor den Spiegel und frag dich, bin ich in dem Leben, wo ich haben möchte? Wenn das die Antwort Nein lautet, kämpf dafür, dass du in ein besseres Leben kommst. Ich denke, da kriegst du auch Hilfe und Unterstützung dabei durch einen Zwillingsseele oder Seelenpartner. Im Namen Gottes. Ja, du möchtest in deine Freiheit. Ja? Und du kriegst Hilfe. Ein Fallschirm, mit dem kannst du ja fliegen. Das ist ja ein Hilfsmittel. Also kriegst du Hilfe und Unterstützung. Schau genau hin, wer dir Hilfe und Unterstützung gibt, wie du in deine Freiheit kommen kannst. Außerdem beobachtet dich jemand. Ne? Du gehst über die Brücke in ein besseres Leben. In deine Freiheit. Ja? Wie geht es weiter im Juni, liebe geistige Welt? Ja. Hier hast du es mit einer falschen Person zu tun im Juni wieder. Scheinbar sind die immer dann noch da. Ne? Jo, wo dir halt eben für alles die Schuld gibt. Ne? Eine falsche, hinterlistige Person, die wohl Schwierigkeiten und Komplikationen dir bereitet. Ne? Aber dieses Alte lässt du los, da steht die Schlange auch dafür, ne? Diese ganzen Verwicklungen, ne? Du hörst auf die Melodie deines Herzens, ne? So, jetzt hol ich für den Juni mal noch das Buch meiner Mama. Was könnte denn noch wichtig im Juni sein? Wenn dir zu einem Problem im Juni keine Lösung einfällt, dann überschlaf es ein, zwei Nächte. Dein Unterbewusstsein arbeitet auch nachts für dich und bringt dir oft schon am nächsten Morgen einen Lösungsansatz. Also ich habe mir jetzt einen Bernstein neben mein Bett gestellt. Das soll einem Klarheit geben und einem zu einem ruhigen Schlaf verhelfen. Ne? Ja, wenn du durch irgendwas unangenehm berührt wirst, das sind ja oft diese toxischen Leute, ne? Dann hat es keinen Sinn, das Gefühl unter den Teppich kehren zu wollen. Davon geht es nicht weg.
Und verschwende im Juni keine Zeit damit, an das zu denken, was du auf keinen Fall mehr willst. Ne? Sondern denke lieber an das, was du willst, dann machst du dafür zum Beispiel Affirmationen. Ne? Vielleicht kannst du dir das ganze Bild vorstellen. Ne? Weil das ist eine ausgesprochen wirkungsvolle Art, deine Gefühle, Handlungsweisen und Erfolgschancen günstig zu beeinflussen. Was wir uns wiederholt bildlich vor Augen führen, verwirklicht sich letztendlich. Ne? Und das ist auch durchaus positiv, wenn irgendjemand unangemessene Forderungen im Juni an dich stellt, die einfach abzulehnen. Ne? Nein, fertig. Ne? Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass du dich aufopfern musst. Besonders nicht für unsere toxischen Leute. Ne? Und wenn dann mal was daneben geht, dann versuch mal drüber zu lachen, statt dich zu ärgern. Ne? Ja. So, das wäre mal das. Jetzt hole ich mal nochmal diese Karten. Wie geht es denn weiter im Juni, liebe geistige Welt? Ehrung, Auszeichnung könntest du bekommen. Wertschätzung, eine Belohnung. Ne? Du trägst bei irgendwas den Sieg davon. Ja, weil du gutmütig bist, ein reines Herz hast, charakterstark, ein Menschenfreund, liebreizend, ne? Ja? Und bedingungslos liebst. Was kommt denn noch im Juni? Ja, du sollst auf Zeichen, Zahlen und Symbole aus der geistigen Welt achten. Geburtsdaten, Namen, Lieder, Federn. Vielleicht hast du auch Begegnungen mit Krafttieren, ne? Die haben ja dann immer was zu bedeuten, ne? Ist denn noch wichtig, liebe geistige Welt? Im Juni. Ja, du bist beschützt. Ne? Hier kommt die Geburt von etwas Neuem und dabei bist du beschützt. Ne? Ja. So, jetzt holen wir mal nochmal diese Karten. Im Namen Gottes, was ist denn noch wichtig im Juni für Seelenkollektiv? Ja, du kannst dir einen Traum erfüllen, greif mal nach den Sternen, ne? Ein Ziel ist zum Greifen nahe, eine große Chance sollst du ergreifen. Vielleicht ist das diese Liebe auf den ersten oder zweiten Blick, wo du aus einer negativen Situation rauskommst, ne? Hier will dir jemand die Sterne vom Himmel holen, ne? Du erfreust dich auch großer Beliebtheit, hast mehrere Verehrer scheinbar, kann sein, dass du das gar nicht mitbekommen hast, ne? Die Qual der Wahl, ne? Ja, die Liebe auf den ersten Blick und wieder. Ist doch super. Namen Gottes. Ja, hast es aber auch mit pingeligen Leuten zu tun. Das sind ja auch immer diese narzisstischen Leute, ne? Die, wo sie verwöhnt sind, sich in der Öffentlichkeit in Szene setzen, auffallen, übertrieben wählerisch sind, so Etikette. Aber diese Projekte von diesen negativen Leuten, die wohl auch schwarzmagig sind und über Leichen gehen, werden vorzeitig beendet. Die, die wohl übermütig, größenwahnsinnig, hochmütig sind, mit denen, wo du immer Verständigungsschwierigkeiten hattest, Missverständnisse, die wohl dich nicht, mit dir nicht auf einer Augenhöhe und Wellenlänge waren, ne? Das geht kaputt. So, jetzt hole ich noch einmal diese Karte. Geht es denn weiter im Juni? Ich bin immer neugierig. Ja, studiere auch deine Feinde ganz genau und bereite dich gut vor, ne? Ja, die sind ja oft hinterfotzig, ne? Du bist viel schlauer als er und wirst den Sieg davon tragen. Ja, und dann hast du deine Ruhe halt, ne? Ja? So, noch eine Karte für den Juni. Ja, keine Alleingänge starten im Juni. Suche dir lieber Gleichgesinnte, damit du Zusammenhalt hast, ne? Ja, und dann schlag eine andere Richtung ein und verlasse die Situation, die wo dir nicht mehr gefällt. Weil hier schindet nämlich im Juni jemand Zeit. Nimm dich überhaupt nicht ernst, ne, mit deinen ganzen Bedürfnissen, wo du hast, ne. Sag damit Nachdruck, was du möchtest, ne, damit die Angelegenheiten zu deinen Gunsten geklärt werden. So, jetzt noch einmal. Eine Toni Carmine Salerne-Karte. Folge der Stimme deines Herzens im Juni, ne? Weil wenn du nämlich von dieser Welt mal irgendwann gehst, nach einem hoffentlich sehr langen Leben, wo glücklich war, kannst du nichts mitnehmen, wie nur deine Seele und die Liebe im Innern, ne? Ja.
Ja, die wohl heller ist als alles, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen können. Jo, und wie das alles da so wird, ja, das wird allein die Zeit zeigen. Das hätten wir ja selbst gewusst, ne? Ja, die romantische Liebe kommt auf dich zu, ne? Amors Pfeil hat schon getroffen oder wird treffen. So, jetzt hole ich mal noch einmal diese Würfel. Geht es denn weiter im Juni, liebe geistige Welt? Ja, das Feuer, haben wir wieder die Erneuerung, ne? Du kommst raus aus deinem Aschenputtel-Dasein, möchtest auch raus aus deinem Aschenputtel-Dasein. Aschenputtel hat ja am Schluss ihrem Prinz begegnet, ne? Und hatte eine gute Fee, ne? Also du hast hier jemanden, der wo dir hilft, aus deinem Aschenputtel-Dasein rauszukommen, ne? Das kann eine neue Liebe sein im Juni, ne? Ja, die wo dir halt eben hilft, in ein schönes Leben zu kommen, ne? Geht das denn noch weiter im Juni? Ja, du bist ja gutmütig, liebevoll, hast viel Last getragen von anderen Leuten, ne? Wo dir diese rücksichtslosen Leute aufgebürdet haben, die wo sehr rabiat sind, ne? Ja, ja, das machen die scheinbar weiter, ne? Die nutzen halt deine Gutmütigkeit aus, ne? Und rabiat gehen über Leichen, verursachen nur Schwierigkeiten und Komplikationen. Aber das Beil hackt in die Schlange. Das bedeutet, jo, dass die Schwierigkeiten eventuell rausgehen, ne? Im Juni, ne? Dass du in dein Glück, in deine Erfolge und in deine Gesundheit wiederkommst. So, und damit das Ganze perfekt ist, hole ich diese Würfel auch nochmal. Zweiter im Juni. Ja. Masken. Zeig dich authentisch. Sprich deine Wahrheit aus, ne? Und mittlerweile hast du die verschiedenen Masken von verschiedenen Menschen schon erkannt, ne? Da gehst du in den Rückzug, ne? Ja, jemand, wo deine Grenzen überschreitet, wirst du Grenzen setzen, kannst sein trennen und dann gehst du über die Brücke in ein neues Leben. So, das wär's dann mal vom Juni von mir. Ja, ja, ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen helfen. Ja, ich freue mich über ein Like, einen Kommentar, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ne? Ja, ja, passt ein bisschen auf vor ungesunder Ernährung. Ne? Ja, ja, genau. Geht es denn weiter? Mensch, ich bin so neugierig da heute. Ja, ja, hier ist jemand, du bist sehr beharrlich, hast Nervenstärke, Ausdauer, Geduld. Du wirst aber die Störquellen beseitigen. Ne? Ja, ja, genau. So, es dreht sich im Kreis. Jetzt haben wir das Wichtigste gehört. Ja, dann hoffe ich, dass das Leben für euch schön wird im Juni, ne? Ich hoffe, dass das alles ausgeht, dass ihr die Liebe kennenlernt, die echte Liebe, dass ihr sie auch erkennt, ne? Also guckt euch jeden genau an, der wo euch über die Füße läuft, ne? Das könnte der oder die Richtige sein, ne? So, das war's dann mal von mir. Dann danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag noch.